Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus in FIFA 16. Wir sind wieder am Start und sind kurz vor der Winterpause. Das heißt, heute gibt es nochmal Spiele gegen Hoffenheim im Pokal, gegen Hertha BSC Berlin und dann das Topspiel an der jeden Fußball-Bundesliga-Saison, das Heimspiel gegen den FC Bayern München. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich muss leider schon zum zweiten Mal kommentieren. Das erste Mal habe ich die Tonspur irgendwie verbaselt, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Wir suchen momentan so ein bisschen die Spieler, die wir in Realität gekauft haben, also Hannover, Marius Wolf unter anderem, genauso wie Adam Schalay, genauso wie Hugo Almeida und genauso wie Marco Marin. Das sind so die Kandidaten, die ich mir auf jeden Fall nochmal angucken möchte. Vielleicht verpflichtet davon jemand Ivar Fossum, habe ich ja beispielsweise schon. Yamaguchi gibt es nicht in FIFA und von daher mal schauen, was wir dann auch so machen können. An sich ist unser Kader sehr, sehr stark. Wir müssen aber trotzdem einige punktuelle Verstärkungen durchführen und wenn ihr das Ganze interessiert, schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Da werde ich unter anderem auch Abstimmungen machen, welche Spieler ich hole bzw. eure Meinung einholen. Das ist einfach einfacher über Instagram, weil ich ja das Ganze vorproduziere und nicht jedes Mal auf YouTube beziehungsweise in den nächsten Episoden schon nachfragen kann, weil das halt so ein bisschen, Spoiler quasi ist für die nächsten Episoden und das würde ich dann, wenn dann, gerne auf Instagram machen für die Leute, die es halt wirklich interessiert und die gerne gespoilert werden möchten, ansonsten muss man sich das Bild ja auch nicht angucken. So, wir gucken nochmal weiter nach dem Torwart, ist ja ganz klar, wir haben zwar mit Radlinger einen sehr guten geglitscht und mit Nadia einen sehr guten Nachwuchskeeper, aber trotzdem kann man auf jeden Fall schauen und allgemein wird es einige punktuelle Verstärkungen geben im Kader, ich habe da einige Pläne, ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde, aber auf jeden Fall hat es was mit der linken Seite momentan bei uns zu tun. Ich werde auf jeden Fall bei den Außenverteidigern ein bisschen nacharbeiten, ich werde auf dem Flügel ein bisschen nacharbeiten und eventuell in der Zentrale, also eigentlich überall, außer im Sturm. Das ist so ein bisschen das Problem. Soberg wird wahrscheinlich gehen, ich werde ihn wahrscheinlich verkaufen. Dann haben wir immer noch Benchop, Bakogu und Erdinc für eine Stürmerposition. Das heißt, normalerweise einer zu viel. Schreibt mir in die Kommentare, soll ich davon einen abgeben oder soll ich alle behalten? Würde mich mehr interessieren. Wir spielen jetzt gegen Hoffenheim, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Hannover 96 zu Gast in der SAP Arena, ausgeglichenes Duell der 5. gegen den 7. der aktuellen Bundesliga-Saison und die SAP Arena zur Überraschung aller ausnahmsweise sogar mal gefüllt. Richtig schöne Choreografie der Fans der TSG, das erwartet man normalerweise nicht. Wenn man nach Sinsheim fährt, da ist normalerweise nicht gerade die beste Stimmung, aber heute sah das Ganze anders aus. Auch natürlich dem geschuldet, dass Hoffenheim an Hannover vorbeiziehen könnte mit einem Sieg. 2 Punkte trennen diese beiden Teams momentan, das heißt Hoffenheim mit einem Sieg vorbei an den Roten und die Roten distanzieren sich mit einem Sieg so ein bisschen von den Kraichgauern. Beide Mannschaften natürlich top motiviert, beide Mannschaften mit ausgeglichenen Kadern, das heißt die Quoten auch bei Tipico beispielsweise ausgeglichen 50-50. Kapitän bei Hannover heute Marcelo, der führte seine Mannschaft auf den Platz und hatte an sich absolut keine Schwächungen zu bedauern, denn die Mannschaft konnte theoretisch mit A11 antreten. Ob sie das tat, gucken wir uns gleich an. Erstmal gucken wir uns an, wer bei Hoffenheim auf dem Platz stand. Jens Kral im Tor davor, Kadir Rabeck zusammen mit Strobel, Fabian Scheer und Kim Jin-Soo. Auf der Doppel-6 dann Nadem Amiri und Pirmin Schwegler. Davor Jonathan Schmid, Neuzugang von Freiburg, Sebastian Rudi, Kevin Volland und Kevin Kural. Normalerweise Amiri und Rudi, ja, getauschte Position. Rudi eher ein Sechser, Amiri eher ein Zehner, aber die Saison hat sich bisher so rausgestellt, dass Amiri defensiv noch ein bisschen stärker ist als Rudi und Rudi momentan Offensivqualitäten aufweist, die Amiri nicht bringen kann. Radlinger im Kasten bei Hannover, davor Schmiedebach, Yoshida zusammen mit Marcelo und Albon aus Over 6, Fur und zusammen mit Ivar Fossum. Davor Uwe Bech, Albert Rusnak und auf der linken Seite Alain Saint-Maximin in der Sturmspitze. Natürlich, was für eine Frage. Mevlüt Erdinc, der momentan in der Startelf bei den Hannovern eine Chance bekam. Hannover, das Gegentor schwächste bzw. stärkste Team der ganzen Liga. 10 Gegentore bisher für das abwehrstärkste Team der Liga. Auch natürlich Samuel Radlinger geschuldet nach dem Marco von Ron-Robert Zieler. Sehr, sehr starke Leistung bisher vom Österreich. Hat sich festgespielt, sogar vor dem Neuzugang Paul Nadi. Und heute sollte das im Idealfall genauso bleiben. Harald Fimmler, Schiedsrichter der Partie, pfifft dann seine Partie hier an. Um 15.30 Uhr pünktlich gab es den Auftakt und Hoffenheim kann richtig gut rein in dieses Spiel. Kadir Rabeck auf Kevin Volland, der nochmal zurück auf den tschechischen Neuzugang und der geht in den 16er und legt dann einfach unbedrängt in den Rückraum. Und da steht Nadem Amiri 1:0. 4. Spielminute, die frühe Führung für Hoffenheim und das war ganz, ganz schwach verteidigt. Amiri hat Torjägerqualitäten, aber gerade das ist seine Stärke. Einfach mal draufbolzen aus der zweiten Reihe, macht da hier der feine Techniker einfach mal mit Gewalt. Radlinger ist chancenlos, weil niemand wirklich bei dem jungen deutschen Nationalspieler ist. Und dementsprechend steht 1:0 für Hoffenheim. Es ging weiter mit den Kraichgauern. Die nächste Freistoßchance noch nicht genutzt. Aber wir bleiben ran. Wir bleiben am Ball. Denn es gibt den Abstoß. Und Hannover kam hinten gar nicht raus. Die fanden offensiv zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht statt. Die erste Anfangsviertelstunde war der Mannschaft von MGT absolut nicht gelegen in dieser Partie. Schwegler erobert den Ball hier. Spielt weiter auf Sebastian Rudi. Nochmal auf Schwegler. Und der wird gefoult an der 16er Kante. Und deswegen gibt es den Freistoß für die Hoffenheimer. Und dieses Mal kann ich schon mal ankündigen, wird wirklich deutlich gefährlicher. Wieder steht Kevin Vorland am Ball. Diesmal allerdings macht er selber. Chippt den Ball in die Mitte.
wieder ganz, ganz schwach verteidigt. Amiri mit der nächsten Chance, aber diesmal war Tita knapp. Radlinger im Glück, das wäre sonst wohl das 2:0 gewesen. Aber weiter die Hoffenheimer Offensive. Das ist wieder Kevin Volland über die rechte Außenbahn. Da kamen sie überhaupt nicht mit dem Klarball in die Mitte. Sebastian Rudi ist da und macht das 2:0, 40. Minute. Bereits die Vorentscheidung in der SAP-Arena. Von Hannover kam offensiv nichts und defensiv ließen sie mit sich machen, was sie wollten. Jetzt nicht mehr das defensiv stärkste Team der Liga, weil Hoffenheim einfach genau das machte, was die Teams vorher nicht hinbekommen hatten. Und zwar einfache Tore schießen gegen Hannover 96. Die linke Seite von Hannover mit Mikko Albornoz heute absolut überfordert mit der Situation. Da kam absolut nichts. Bisher der einzig Bundesliga-taugliche in der Defensive Mario Schieder. Aber der kann dieses Gegentor ja auch nicht verhindern. Im Endeffekt ist niemand bei Rudi. Marcello sieht da ganz, ganz schlecht aus. Und dementsprechend die 2:0-Führung für die Hoffenheimer. Hannover versuchte kurz vor der Halbzeit zurückzukommen. Der Ball auf Albert Rosnack, aber das war auch nicht so wirklich gefährlich. Dementsprechend blieb es beim 0:2 und es ging dann in die Halbzeit. Es war wirklich bitter für Hannover. Gerade für Mevlüt Erdinç erstmals wieder in der Startelf. Er hatte seine Chance bekommen und konnte sich bisher absolut noch überhaupt nicht beweisen. Das Problem, er bekam keine Bälle. Es war absolut nicht zu sehen im ersten Durchgang. Aber die Halbzeitansprache musste gewirkt haben, denn Hannover wurde offensiv stärker. Das ist Leroy Föhr auf Uffe Bech. Der Däne geht über die Außenbahn und hat dann die gute Idee. Er zieht einfach mal in die Mitte und das ist Rosnack. Den muss er machen. Erdinç nochmal mit der Nachkopfballchance. Aber Jens Kral muss nicht eingreifen. Es bleibt beim 0:2. Da vergibt Rosnack die Riesenchance weiter über Felix Klaus. Mittlerweile eingewechselt. Linksschuss. Aber der ehemalige Freiburger zieht am Tor vorbei. Hannover wollte nicht treffen. Dann die Schlussphase. Wir gehen in die 81. Minute. Ballverlust Manuel Schmiedebach. Und dann Toljan. Der spielt den Ball nach vorne auf dem eingewechselten Zuba. Und der hat eine ganz dämliche Idee. Spielt zurück. Hat keiner Karaman gesehen. Der steht im 16er. Setzt sich gegen Kral durch. Macht das 1:2. 84. Minute ausgerechnet. Der Ex-Hoffenheimer aus Trainingsgruppe 2 zu Hannover 96. Gewechselt von der U23. Im Endeffekt ja, kommt hier zum Torerfolg. Und das, weil Zuba ihn überhaupt nicht wahrnimmt vor Jens Kral. Da macht er das ganz klasse im 16er. Der Keeper der Hoffenheimer keine Chance mehr ranzukommen. Und eiskalt abgeschlossen. Es war also nochmal möglich für Hannover ranzukommen. Auf der anderen Seite wollte Zuba seinen Fehler aber natürlich auch wieder gut machen. Macht das hier klasse, der Schweizer im 16er. Der Schuss gegen den Pfosten. Es war die letzte riesige Chance der Partie. Von Hannover kam offensiv gar nichts mehr. Nochmal die TSG mit einer Ecke auch wieder von Zuba getreten. Diesmal abgewehrt von den 96ern. Zwar schwach, aber es reichte, denn danach war Schluss. Hoffenheim gewinnt verdient mit 2:1 nach der ersten Halbzeit. Auf jeden Fall gegen Hannover 96. Die 96er in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, allerdings nicht mit der nötigen Konsequenz, die Hoffenheimer gerade im ersten Durchgang in der Anfangsviertelstunde und dann auch im weiteren Spielverlauf zeigten. Das war der große Fehler. Hannover, ja, ist somit jetzt hinter Hoffenheim gefallen. 24 Punkte für die Kraichgauer, weiterhin 23 für Hannover. Das sieht immer noch sehr, sehr gut aus bei den Roten, aber trotzdem wird man diese Winterpause ja mit 23 Punkten antreten, denn es kommen die Bayern und da sieht man normalerweise nicht gut aus. Man muss sich jetzt konzentrieren aufs Pokalspiel gegen Hertha BSC. Das ist wichtig für die 96er, denn da geht es jetzt um sehr, sehr viel und um die nächste Runde. Zunächst einmal verlieren sie aber mit 1:2 in Hoffenheim gegen Hoffenheim. Eine ganz bittere Pille auf jeden Fall, dass wir da zweimal so richtig dumm aussehen. Das war natürlich alles andere als stark, da sowohl von Yoshida als auch von, sowohl von Marcello als auch von Albornoz, die da überhaupt nicht klargekommen sind mit Volland auf der Außenbahn. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er technisch so stark ist, aber er hat's bewiesen. Und das war natürlich ein bisschen unpraktisch jetzt für uns, denn so verlieren wir und stehen jetzt hinter Hoffenheim. Da muss ein bisschen was passieren jetzt in den nächsten Spielen, beziehungsweise jetzt gerade im nächsten Spiel. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Ich bin definitiv epicht darauf, irgendwas zu reißen gegen Berlin jetzt. Im Pokal normalerweise ja überhaupt nicht die Stärke von Hannover. Aber wir sind weitergekommen und von daher muss das jetzt irgendwas heißen für uns. Normalerweise, ihr wisst ja Bescheid, denke ich mal. Hannover im Pokal, zuletzt gegen Darmstadt rausgefallen. Eigentlich fliegen sie immer raus, relativ früh, auch gegen unterklassige Teams. Aber gegen Hertha muss jetzt irgendwas passieren. In Realität haben wir das Spiel ja gegen die Hertha mit 1:3 verloren. Hier im Karrieremodus haben wir, glaube ich, unentschieden gespielt. Bin mir gar nicht so sicher gerade. Auf jeden Fall war das auch eine enge Geschichte. Und genauso eng könnte es halt jetzt auch wieder werden. Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wo wir am Ende der Saison stehen werden. Denn wir spielen auch gegen Bayern. Aber sind wir mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist es, dass wir da gewinnen? Ich bin gespannt, was passieren wird. Aber mal schauen, aber wie wahrscheinlich ist das, dass wir gewinnen. Von daher mit 23 Punkten wahrscheinlich in die Winterpause gehen. Was meint ihr, wo wir am Ende der Saison stehen? Steigen wir noch ab? Geraten wir noch in den Abstiegskampf? Oder bleiben wir weiter oben mit dabei, spielen um Europa oder landen wir einfach im Mittelfeld? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wir machen erstmal die Startelf für das Spiel gegen die Hertha jetzt gerade. Ihr seht, wir spielen mit B11 unter anderem. Haben wir in der Startelf einen Kollegen Sakai auf rechts, der normalerweise gar nicht mehr für uns spielen sollte. Aber könnte ja trotzdem funktionieren. Von daher, mal schauen. Viel Spaß und bis gleich. Die Hertha zu Gast im DFB-Pokal bei Hannover 96 und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Partie zwischen den Hauptstädtern und zwischen ja den anderen Hauptstädtern, der niedersächsischen Landeshauptstadt aus Hannover. Die HDI Arena war prall gefüllt an diesem regnerischen Mittwochabend und es war alles ja quasi vorbereitet für ein wunderbares Fußballspiel.
Wir konnten gespannt sein, wie diese beiden Mannschaften sich heute verkaufen. Hannover ja normalerweise im Pokal sehr, sehr schwach und Berlin eigentlich relativ stark. Normalerweise auch das Olympiastadion, der Austragungsort des DFB-Pokalfinals natürlich auch dieses Jahr wieder. Dementsprechend war es die Mission der Berliner natürlich, in dieses Stadion einzuziehen. Und auf diesem Weg wollten sie sich natürlich gerade von Hannover nicht aufhalten lassen. Yoshida war heute Kapitän bei den 96ern, der Nummer 18er der Japaner, der Neuzugang von den Sands aus Southampton. Das lag daran, dass er zuletzt gegen Hoffenheim die solideste Figur in der Defensive gemacht hatte und dass Hannover hier mehr oder weniger mit B11 antrat. Im Kasten Radlinger davor Sakai, Yoshida, Hoffmann und Pripp. Dann auf der Doppel-6 Diersen und Sané und davor Kiyotake, Felix Lowe, Alain Sarr, Maximin und in der Sturmspitze Mevlüt Erdinger, seine Chance ja zum nächsten Mal erhielt. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine sehr, sehr interessante Startaufstellung, denn auch da waren die Herthaner sehr, sehr gut aufgestellt, anders als bei 96, die mit halber B11 gerade in der Defensive spielten. Na, die im Tor unter anderem auch. Kraft im Kasten bei der Hertha, davor Pekarek, Langkamp zusammen noch mit Lustenberger und Plattenhardt. Auf der Linksverteidigerposition davor Darida und Schielbrett, Weiser, Stocker, Haraguchi und Ibisevic in der Sturmspitze. Sehr, sehr starke Offensive. Hertha spielte mit A11 und wir springen einfach rein in die Partie. Und Hannover hatte zuletzt gegen Hoffenheim sehr, sehr schlecht ausgesehen in der Anfangsphase. Und auch dieses Mal ging es nicht viel besser los. Das ist Per Schielbrett, der setzt sich hier durch. 16er, schießt das erste Mal drauf, dann schwach geklärt von den 96ern und Weiser versucht es nochmal. Im Endeffekt ist Radlinger da und verhindert das Tor. Na, die sollte übrigens spielen, kam aber nicht zum Zug. Er wird wohl gegen die Bayern an dem Kasten spielen. Die beiden sollen sich einen Pokal eigentlich abwechseln. Die anschließende Ecke, schwach geklärt von den 96ern. Da ist Wladimir Darida, 1-0. So schnell kann das gehen. 10. Spielminute, erneut der frühe Rückstand für die 96er. Und wieder durch eine ganz schwache Verteidigungsleistung. Der Ball in die Mitte geschlagen. Da springen dann jetzt hier zwei hoch und gegeneinander. Und keiner ist bei Darida. Der macht das dann natürlich technisch total stark und haut den Ball in die lange Ecke. 1-0 für die Hertha. Hannover versucht zurückzukommen. Edgar Pripp mit dem Kopfball. Das sah gar nicht schlecht aus. Allerdings zu unpräzise. Und auf bei Hertha lief es deutlich besser. Haraguchi, die Flanke, Ibisevic, 2-0, 29. Minute, die Hertha mit der 2-Tore-Führung, genauso wie zuletzt Hoffenheim, einfach deutlich effektiver, das ging viel zu einfach in der Mitte, ist keiner so wirklich bei Ibisevic, der hier den Ball selber ja noch rausspielte und Haraguchis Flanke ist dann einfach ja zu stark, um irgendwie für Radlinger noch eine Chance zu bieten. Hannover versucht aber zurückzukommen, wollte die direkte Antwort bieten, das ist Diersen, kann sich im zweiten Versuch durchsetzen auf Mevlüt Erdinç und der versucht einfach mal, 1-2, 42. Minute, wieder Hoffnung für die Hannoveraner, weil Kraft alles andere als gut aussieht, springt da unter dem Ball durch, macht so ein bisschen die Flugente und wirft sich aus dem Schuss raus. Dementsprechend ja der Ausgleichstreffer, beziehungsweise der Anschlusstreffer und der erste Treffer für den Türken nach ganz, ganz langer Zeit bei den Roten. Zweite Halbzeit, Kiyotake wartet auf seinen Landsmann Sakai, dass der endlich mal läuft, aber der macht das nicht, deswegen muss der kleine Japaner das alleine machen, macht das stark, die Flanke in der Mitte, Felix Klaus, 2-2. 49. Minute, Hannover hatte das Spiel sehr, sehr schnell ausgeliehen, von 7 Minuten Spielzeit effektiv, machen sie hier 2 Tore. Kiyotake an beiden indirekt beteiligt, beim einen zieht er die Verteidiger aus der Mitte raus, beim anderen flankt er selber rein und Klaus mit dem Kopfball dann erfolgreich. Ganz, ganz schwach Verteidiger von der Hertha und die brach jetzt so ein bisschen ein. Wir springen in die 82. Minute. Edgar Pripp versucht mal wieder. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Die Hertha machte nach vorne absolut überhaupt nichts mehr. Hannover kam einfach nicht zum Erfolg und erst in der Nachspielzeit wurde die Hertha wieder gefährlich. Kalou hier abgefälscht. Wunderbar von Hoffmann und Pripp in Kooperation. Die verhindern hier das 3-2 aus der Hertha. Sieht auf der anderen Seite Edgar Pripp mit dem nächsten Versuch und Kraft verhindert das Tor des Hannoveraners. Mbakogus Kopfball geht dann auch noch am Tor vorbei und dann müssen wir jetzt Elfmeterschießen. Erster Schütze ist der Nigerianer und der scheitert an Thomas Kraft. Ganz, ganz bitter. Allerdings trafen die nächsten beiden Schützen. Dann Ronny gegen Radlinger und die Katze ist unten in der Ecke und hält den Ball des Brasilianers. Dann Wladimir Darida als nächstes gegen den Pfosten, den der 96er traf und dementsprechend die Chance, Mario Yoshida alles klar zu machen, aber er scheitert an Thomas Kraft und somit hat sondern Chigerci nochmal die Chance hier, den entscheidenden Elfmeter reinzumachen gegen Samuel Radlinger. Der Türke wartet lange, schießt in die linke Ecke und Radlinger ist da und hält diesen Ball. Hannover 96 zieht ein in die nächste Runde des DFB-Pokals und Hertha ist raus. Die 2-Tore-Führung reichte nicht, weil Radlinger mit einem unfassbaren Reflex mit seiner linken Pranke hier die 96er drin hält und dementsprechend das Elfmeterschießen für sie entscheidet. Die Fans vollkommen in Ekstase. Hannover nach einer klasse Aufholjagd in der nächsten Runde und für Hertha hat sich der Traum vom DFB-Pokalfinale im eigenen Stadion ausgeträumt. Das war sehr, sehr stark. Deutlich besser als gegen Hoffenheim zurückgekommen. Natürlich waren die Tore auch nicht ganz so bitter wie gegen die Kraichgauer. Also da sahen wir wirklich alles andere als gut aus. Hier war es so ein bisschen meh. Also das erste Tor, natürlich, das war einfach so ein bisschen FIFA-Bug, dass da zwei hinspringen, die ich gesteuert habe. Auf der anderen Seite, das war, natürlich einfach für Ibisevic, ne, dieses Kopfballtor. Aber
Auf der anderen Seite war es genauso einfach für Erdinsch, das Tor zu machen gegen Kraft, weil der wirklich, der sah wirklich alles andere als gut dabei aus. Und von daher sind wir in der nächsten Runde, wir müssen gar nicht drüber diskutieren, denn wir haben im Endeffekt auch im Elfmeterschießen gewonnen. Stellen unsere Mannschaft jetzt auf fürs nächste Spiel gegen die Bayern, unter anderem Kompolna, die ins Tor, das kann ich schon mal ankündigen. Wir machen allgemein so ein bisschen, ja, die Spieler nochmal in Kader, die eventuell im Winter wechseln sollen, damit sie sich nochmal beweisen können. Beispielsweise ein Cheikhoun Gülsilam steht das erste Mal seit Ewigkeiten bei uns im Kader. Oliver Sorg geht auf Rechtsverteidigerposition. Felipe spielt auch mal wieder in Innenverteidigung, der soll ja eventuell auch den Verein wechseln und uns verlassen. Je nachdem, ob wir noch einen Innenverteidiger holen oder nicht. Ihr werdet das alles in der Winterpause sehen. Ich bin gespannt, was ihr von den Transfers haltet, die ich so vorhabe. Natürlich habe ich im Voraus aufgenommen, von daher kann ich euch jetzt noch nicht so viel sagen. Aber trotzdem, auf jeden Fall wird es relativ interessant, würde ich sagen. Wir haben dann noch Felix Klaus, der auch mal wieder spielen wird. Der hat mir jetzt letztens gut gefallen. Der hat mir gesagt, ich soll ihn spielen lassen. Jetzt mache ich es auch. Wir werden aber trotzdem versuchen, im Winter zu verleihen. Mal sehen, wie das so funktioniert. Ist ja auch vollkommen egal. Wir spielen jetzt gegen Bayern München. Wird spannend. Wird auf jeden Fall auch ganz, ganz schwer. Aber vielleicht haben wir in gewisser Weise irgendwie eine Chance. Na, die kommt noch in den Kasten für Radlinger. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und bis gleich. Das Highlight einer jeden Bundesliga-Saison, der FC Bayern zu Gast in der HD Arena, und die war natürlich ausverkauft. Die Roten empfingen den Rekordmeister aus München und natürlich war es eine Partie, die im Voraus entschieden schien, denn die Bayern momentan wieder in unglaublich guter Verfassung, aber auch Hannover zuletzt nicht so schwach, zwar gegen Hoffenheim verloren, im Pokal stark zurückgekommen und dementsprechend wollte man sich heute natürlich gut präsentieren. Die Fans, die an diesem wunderbaren Winternachmittag in der Sonne im Schatten saßen, naja, erwarteten diese Elf. Nadir im Kasten davor, Sorg, Marcelo, Felipe und Albornoz auf der 6, Roy Fern, Ivar Fossum, die sich festgespielt haben, Uffe Bech, Albertus Nack und Felix Klaus auf den Außen und vorne Mevlüt Erdinç. Gerade Klaus eine Überraschung in der Startelf, weil der hatte sich so ein bisschen da reingespielt, das ist eine gute Leistung im Pokal. Auf der anderen Seite Neuer zusammen mit Rafinha, Bart Stuber, Javi Martinez und Philipp Steiner, der Nachwuchsspieler, auf der Linksverteidigerposition davor Harrison Reed, Arturo Vidal und Gianluca Gaudino und vorne Thomas Müller, Douglas Costa und Sinan Kurt. Das heißt, wir haben drei sehr, sehr junge Spieler mit Gaudino, mit Sinan Kurt und mit, ja, dem Kollegen auf der Linksverteidigerposition in der Startelf bei den Bayern, und das merkte man in der Anfangsphase, denn Hannover spielte richtig schnell und richtig forsch nach vorne, versuchte gleich effektiv zu sein. Das ist Steinhardt gegen Leroy Fer. Die Flanke kommt, Erdinç ist da, 1:0, sechste Spielminute. Diesmal geht Hannover nicht früh in Rückstand, sondern früh in Führung, und das schockte die Bayern, denn das war das zweite Saisontor, beziehungsweise das zweite Tor für Hannover vom Mevlüt Erdinç im Pokal, zuletzt gegen die Hertha erfolgreich gewesen, und jetzt nach 6 Minuten sein erster Bundesliga-Treffer und das gegen die Bayern. Fer setzt sich klasse durch gegen Steinhardt, der nicht in den Zweikampf kommt, in der Mitte ist keiner so wirklich bei Erdinç. Neuer sieht dann auch nicht gut aus, und der Türke macht das 1:0. Hannover blieb weiter aktiv. Die Bayern wirkten geschockt von diesen sehr, sehr mutig agierenden 96ern. Albertus Nack, der Slowake, der ist Freistoßspezialist, der kann das richtig, richtig gut. Ist momentan noch nicht so torgefährlich für die Roten, aber hier sieht das ganz anders aus. Neuer muss den Ball in den Pfosten lenken. Es bleibt beim 0:1, aber das war schon mal die erste richtig starke Annäherung von Rosnack, dem einfach so ein bisschen noch das Glück fehlt. Vielleicht kommt es in den nächsten Wochen. Es ging weiter über Uffe Bech, der hier in die Mitte zieht, das gut macht, aber nochmal ablegt auf Ivar Fossum. Was für eine Parade da von Manuel Neuer, macht seinen Fehler vor dem 0:1 wieder gut. Und dann auf der anderen Seite Bayern erstmals vor dem Tor, das ist Harrison Reed, und es steht 1:1. Ernüchterung auf Seiten von Hannover, aber das war ganz, ganz starkes Spiel von den Bayern. Einfach der Pass auf Reed und dann ist keiner beim englischen Neuzugang, kam von Southampton, genauso wie Yoshida, aber keiner achtet auf ihn und er zieht ab und macht den Ball easy rein. Keine Chance für Nadir, da irgendwie ranzukommen. Es ist immer so, wenn Nadir spielt, der Franzose, hat einfach kein bisschen Glück bei 96. Die Bälle für ihn immer unhaltbar. Allerdings, ja, war es ja auch auf der anderen Seite gefährlich. Wieder Mevlüt Erdinç zieht der klasse zurück, versucht es weiter im 16er, aber legt nochmal ab, das hätte er nicht machen sollen. So bleibt es erstmal beim 1:1, aber Hannover war weiterhin das stärkere Team. Von den Bayern kam nichts. Hier eine Freischusssituation kurz vor dem 16er. Wir haben gerade gesehen, wie das aus 30 Metern aussieht, wenn Rusnak da eine vernünftige Position hat. Und die Position ist gerade für einen Rechtsfuß natürlich nicht ideal, aber doch schon sehr gut. Vidal, der Übeltäter, weiß schon, was kommen wird. Albert Rusnak, der Slowake, der kann das, halt, hat er gerade schon bewiesen. Da war es der Pfosten, jetzt die Latte, doppeltes Aluminiumpech für Albert Rusnak. Ganz, ganz bitter, dass er den nicht reinmachen kann. Natürlich ärgerte er sich darüber, und das zu Recht. In der zweiten Halbzeit wurde Bayern nämlich plötzlich stärker. Guardiola schien die richtige Ansprache gefunden zu haben. Das ist Douglas Costa mit dem rechten Fuß gegen den Pfosten. Es deutete sich an, dass Bayern jetzt hier doch auf Sieg spielen wollte. Hannover kam weiterhin nach vorne, spielte weiterhin mutig, aber die Präzision fehlt jetzt in der Offensive. Diese Flanke hier gerade von Felix Klaus in die Mitte geschlagen, nicht präzise genug. Andere Seite dann Javi Martinez mit der Gelegenheit, die Flanke auf den zweiten Pfosten, und da steht Sinan Kurt, der Kopfball, das 1:2 aus Sicht der Hannoveraner, 77. Minute. Es hatte sich abgezeichnet, wie bereits angesprochen. Es gab den Freistoßtreffer von, nicht den Freistoß, den Pfostentreffer von Douglas Costa und jetzt den Führungstreffer durch Sinan Kurt, der das klasse machte. Hier trifft er dann in der Folgezeit den Pfosten. Auch das eine Riesenchance nochmal für die Bayern, und die, ja, spielten das jetzt mehr oder weniger souverän runter. Hannover kann diese nicht entklären, aber es war dann vorbei. Hannover 96 verliert sehr unglücklich gegen die Bayern. Es war eine Partie auf Augenhöhe, aber gerade im zweiten Durchgang wurden die Bayern einfach stärker. Ja, Hannover hat sie zurückkommen lassen in die Partie. Die Fans können sich trotzdem erhobenen Hauptes, genauso wie die Spieler.
Spieler in die Winterpause verabschieden. Das war keine Partie, die irgendwie einen Unterschied in der Spielklasse suggerierte, denn Hannover verkaufte sich gerade im ersten Durchgang deutlich besser als der Rekordmeister. Vielleicht auch den Jugendspielern geschuldet, aber einer, Sinan Kurt, war der Matchwinner und brachte mit seinem platzierten Kopfball den Bayern den Sieg in Hannover. Sie schaffen es also, 3 Punkte mitzunehmen. 2:1 Auswärtssieg. Bitter für uns, gut für die Bayern, war natürlich auch stark gespielt, kann man absolut nichts gegen sagen. Das war einfach für mich nicht irgendwie machbar, da noch ein Tor zu schießen. Rusnak gegen die Latte, Rusnak gegen den Pfosten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch zweimal Glück, dass der Pfosten getroffen wurde von Kurt und Douglas Costa. Aber ich denke mal, wir haben uns gut verkauft und so können wir mit erhobenem Haupt in die Winterpause gehen. Wir wissen, wo wir uns verstärken müssen, unter anderem auf dem Außenverteidiger der Position, auf der Seite von Albon, aus denen ich zwar mag, aber der anscheinend einfach nicht stark genug für mich ist, beziehungsweise bei mir einfach nicht funktioniert. Ich bin gespannt, was so passieren wird. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.